Hallo und herzlich willkommen. In unseren drei Editor-Videos erkläre ich Ihnen, wie Sie mit dem neuen Editor eine E-Mail erstellen und versenden können. Alle drei Videos dauern ca. 3 bis 5 Minuten und bauen aufeinander auf. Sie können diese aber auch unabhängig voneinander anschauen. Und los geht's! Im ersten Schritt wählen Sie zuerst die Empfänger, die Sie anschreiben möchten. Sie können entscheiden, ob Sie mit einem AB-Test 2 verschiedene Betreffzeilen testen möchten. So finden Sie auch gleich heraus, welche Betreffzeile mehr Öffnungen generiert. Anschließend geben Sie den Betreff ein. Der Betreff kann auch personalisiert werden, um die Empfänger jeweils persönlich anzusprechen. Ich wähle den Vornamen, damit jeder Empfänger im Betreff seinen Vornamen sieht. Der Pre-Header ist ein kurzer Text, welcher im E-Mail-Postfach nach dem Betreff angezeigt wird und weitere Informationen zur E-Mail liefert. In Outlook ist dieser bei den eingehenden E-Mails immer direkt zu sehen. Es folgen der Absendername und die Absenderadresse. Der Kampagnenname wird Ihren Kunden nicht angezeigt. In einer Kategorie können Sie zum Beispiel den Absendernamen oder die Absenderadresse speichern. Der Vorteil für Sie ist, dass bei Mailerstellung alle Felder automatisch gefüllt sind. Danach legen Sie das Abmeldeformular fest, über welches sich die Kunden abmelden. Es können übrigens nur erstellte Formulare verwendet werden, die der oben ausgewählten Liste zugeordnet sind. Wird kein eigenes Formular ausgewählt, so kommt ein Formular von Cleverreach. Wenn Sie das Tracking aktiv lassen, werten Sie aus, wer Ihre E-Mails geöffnet hat oder einen Link angeklickt hat. Jeder Kunde, der die E-Mails öffnete, kann einen Tag erhalten. Damit können Sie später weitere Kampagnen aufbauen. Mit Google Analytics kann zum Beispiel ausgewertet werden, wie viel Umsatz mit dem Newsletter gemacht wurde. Schließlich klicken Sie auf Speichern und weiter. Bei Schritt 2 können Sie entweder eine selbstprogrammierte oder zuvor gespeicherte Vorlage öffnen oder Sie nutzen eine Vorlage von Cleverreach. Ich wähle hier eine Basisvorlage, denn diese sind optimal mit dem neuen Editor anwendbar. Das war jetzt das erste Video zum neuen Editor. Im zweiten Teil sehen Sie, wie Sie diese E-Mail an sich gestalten können.